In der Wetterau kann man von einem klassischen Fehlstart sprechen. Nach der Niederlage in Bremerhaven, bei der die Roten Teufel aber immerhin noch einen Punkt entführen konnten, das erste Heimspiel der Saison verloren. 3:4 Niederlage gegen Rosenheim und das trotz 2:0 Führung. Wir waren zwar 40 Minuten eigentlich, haben souverän das Spiel kontrolliert und dann, Eine Fehlpass, unnötige Fehlpass führt zu den 2:1 und natürlich Rosenheim kriegt neue Energie und kommt nochmal. Und dann im letzten Drittel haben wir wieder defensiven und passiven Eishockey verwechselt. Tristesse auch schon vor den beiden Niederlagen. Kapitän Patrick Strauch wird in erster Instanz vom Amtsgericht Düsseldorf zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr verurteilt. Vor 2 Jahren beim Oberligaspiel in Ratingen war Strauch von gegnerischen Fans bedrängt worden und hatte einen Rentner so unglücklich geschubst, dass dieser eine Treppe runterstürzte und sich so schwer verletzte, dass er ins Koma fiel. Die Nauheimer wollen in Berufung gehen. Wir sind sicher, dass Patrick das, was da passiert ist, auch im Sicherheitsbereich, muss man dazu sagen, wo eigentlich kein Fan der Heimmannschaft etwas zu suchen gehabt hätte. Das sollte eigentlich nicht sein, darf nicht sein. Wir bedauern sehr, dass da jemand zu Schaden gekommen ist, aber Patrick Strauch in dem Maße dort anzulassen, ist aus unserer Sicht nicht richtig. Das Spiel gegen Rosenheim begann dann eigentlich erst im zweiten Drittel so richtig. Besagter Patrick Strauch auf Drew Paris, der aus der Distanz und dann Vitali Ab aus kurzer Distanz. 1:0 nach einer halben Stunde. Und 4 Minuten später Dusan Frosch mit dem 2:0. Bad Nauheim bis dahin überlegen. Doch quasi aus dem Nichts sollte Rosenheim zurückkommen. Andrei Strakow 3 Minuten vor Drittelende mit dem Anschlusstreffer, nur noch 2:1. Die Star Bulls im Schlussdrittel nun wieder im Spiel und mit dem Ausgleich durch Benjamin Ziontek. Und Rosenheim sollte nun im Minutentakt zuschlagen. Erst das 2:3 durch Simon Fischhaber. Und kurz darauf auch noch ein fragwürdiger Penalty für die Star Bulls. Andrei Strakow lässt sich diese Gelegenheit nicht nehmen und trifft mit seinem 2. Tor des Abends zum 2:4. Rosenheim ist gute Mannschaft, wie gesagt, viel Tempo drin. Und wenn du selber dann versucht zu passiv dagegen zu halten, dann funktioniert das nicht. Wir müssen so unser eigenes Spiel durchziehen und hart vorchecken, ganze Zeit die Räume eng machen. Und das haben wir nicht mehr gemacht, die letzten Drittel. Dem EC Bad Nauheim gelang zwar noch der 3:4 Anschlusstreffer durch Drew Paris, allerdings erst 3 Sekunden vor Spielende. So blieb es bei der Niederlage im ersten Heimspiel. Das Glück für die Roten Teufel, es sind ja noch 50 Spiele in der Hauptrunde der zweiten Liga.